Privet und hallo. Ich befinde mich heute in der Altstadt von Budvar. Ja, heute ein bisschen kühler als sonst, aber die Sonne scheint. Also heute etwa 10 Grad. Ja, aber naja, letztes Jahr war ich in Charkow und das waren minus 20 Grad. Da stand ich bei minus 20 Grad auf der Straße. Und heute mit plus 10 Grad in Budva. Ja, ich möchte heute ein bisschen die Altstadt zeigen. Ja, also folgt mir ein bisschen. Also hinter mir die oder eine Burg. Kenne den Namen nicht, aber es scheint, als wäre die Burg nicht so klein. Ja, und weiter geht's. Vorne eine Kirche. Hier diese orthodoxe Kirche. Eine kleine Kirche. Und man sieht daneben ein paar Palmen. Also ein sehr idyllischer Ort. Hier, sehr idyllisch, die Altstadt. Ja. Sehr schön, Wetter auch sehr schön und sehr impressiv oder idyllisch. Hier neben der Kirche gleich das Meer. Ja, weiter vorne der Strand. Ja, der heißt Morgren Beach oder so. Ja. Ja, hier hat man eine schöne Aussicht auf das Meer. Hier diese engen Gassen von Budva. Auch sehr eindrücklich. Ja, ich gehe jetzt mal hier lang. Hier diese Geschäfte. Ganz viele Souvenirgeschäfte, scheint ein bisschen ausgestorben zu sein, aber naja, wir haben Januar. Im Sommer ist natürlich viel mehr Betrieb hier. Hier auch so Cafés, Bars, eine Katze, eine von vielen Katzen in Budva. So, hier stehe ich ein bisschen außerhalb. Sehr eindrucksvoll hier auch. Sieht man, wie die Altstadt schön am Strand liegt. Hier das weite offene Meer. Dann hier die Felsen und vorne, weiter vorne dieser Morgren Pliage oder Beach Strand. Ja, hier Kaffee. Und da vorne, weit vorne die Berge wieder. Also sehr eindrücklich und wie immer zu empfehlen für den Urlaub. So, von hier eine super Aussicht. Da sieht man auch weiter vorne diese St. Nikolaus Insel. Ja, und ich gehe jetzt mal weiter zu diesem Morgren Strand da. So, ich bin jetzt hier angekommen. Ja, man sieht viele Leute. Am Schwimmen ist noch keiner. Verständlich, es ist noch ein bisschen zu kalt für Schwimmen, aber man kann hier sehr gemütlich sich erholen. Ja, auch viele Katzen hier. Da vorne sieht man diese Katzen zum Beispiel. Die werden hier von den Leuten hier gefüttert. Ich bin eher der Hunde füttert. Aber okay, hier kommt auch gleich eine Katze. Die hat wohl auch noch Hunger. Ja, viele Katzen in Budva.
Ja gut, das war's eigentlich von mir. So, ich sage wieder auf Wiedersehen, Baka Baka, und genieß das Leben. Auf bald.